Wie du es schaffst, deine Zirbeldrüse zu aktivieren. So öffnest du dein allessehendes Auge. Die Zirbeldrüse ist zwar nur ein kleiner Teil unseres Gehirns, aber dieser hat es in sich. Die wenige Millimeter große Drüse sitzt ungefähr in der Mitte deines Gehirns. Ihre Hauptaufgabe für unseren Körper besteht darin, unseren Schlaf-Wach-Rhythmus zu steuern. Dafür wandelt sie das am Tag gebildete Hormon Serotonin nachts in das Schlafhormon Melatonin um. Doch auch für unsere spirituelle und emotionale Seite ist die Zirbeldrüse wichtig. Im Ayurveda bildet sie das Stirnchakra, auch drittes Auge genannt. Er steht in direkter Verbindung mit unserer Intuition und lässt uns die Dinge schneller erkennen und klarer sehen. Manchmal auch die, die nicht von dieser Welt und somit unsichtbar sind. Eine Aktivierung der Zirbeldrüse fördert also nicht nur den gesunden Schlaf und dein Wohlbefinden tagsüber. Es hilft dir auch, in Krisenzeiten oder stressigen Phasen deines Lebens die Dinge besser einordnen und Probleme rascher einer Lösung näherbringen zu können. Wie du das anstellst, das verraten wir dir in unserem heutigen Podcast. Nummer 1. Suche und finde dein Stirnchakra. Die Zirbeldrüse sitzt ungefähr im Zentrum deines Gehirns und dort ziemlich genau auf Höhe jenes Punktes, der zwischen deinen Augen liegt. Die indische Heilkunst des Ayurveda nennt sie deshalb drittes Auge oder Stirnchakra. Sie bildet das Zentrum für alles Intuitive und das Wissen, das nicht mit unseren Sinnen zu erfassen oder mit unserem Verstand zu verstehen ist. Im Sanskrit lautet seine Bezeichnung Ajna, was so viel wie Wahrnehmung bedeutet. Nummer 2. Konzentriere dich im Rahmen einer Meditation darauf. Am besten und schnellsten kannst du dein drittes Auge aktivieren, indem du es in den Mittelpunkt deiner Meditationen rückst. Hier ist die klassische, formale Sitzmeditation gemeint. Setz dich dafür in eine bequeme Position. Du kannst den Fußboden im Lotussitz wählen oder einen bequemen Sessel. Wichtig ist, dass deine Wirbelsäule gerade bleibt. Leg deine Hände locker auf deine Oberschenkel. Du solltest so entspannt wie möglich sein, aber deinen Oberkörper nicht hängen lassen. Nur so kann die Atmung ihren Weg ungehindert finden. Schließ die Augen und konzentriere dich auf deinen Atem und sonst nichts. Am Anfang wird es dir schwerfallen, deine Gedankenkreisen abzustellen. Hier hilft es manchmal, sich eine bestimmte Farbe auszudenken. Da das Stirnchakra die Farbe Indigo repräsentiert, nimmst du am besten diese. Und auch das dritte Auge selbst darfst du hierbei natürlich visualisieren. Atme langsam und tief durch die Nase ein. Halte den Atem für einige Sekunden lang an und atme dann langsam durch den Mund aus. Wenn du Anfänger auf dem Gebiet der Meditation bist, hol dir Hilfe im Rahmen einer geführten Meditation. Gerade zu Beginn brauchen wir tatsächlich eine Stimme, die uns daran erinnert, an nichts zu denken. Nummer 3. Mache Achtsamkeit zu deiner täglichen Routine. Die Zirbeldrüse ist tagsüber nicht nur für den Hormonhaushalt verantwortlich. Sie schärft auch unsere Sinne und ermöglicht uns eine bessere Wahrnehmung, wenn wir sie lassen. Dafür ist es jedoch nötig, nicht immer mit 10 Bällen gleichzeitig jonglieren zu wollen, sondern uns bewusst für jeweils eine Aufgabe zu entscheiden. Gewöhne es dir an, selbst so banale Dinge wie das Treppensteigen oder das Ausräumen der Waschmaschine zu einer Art meditativen Handlung zu machen, der du deine 100%ige Aufmerksamkeit widmest. Nummer 4. Führe ein Traumtagebuch. Dieses Ritual bringt dir viele Vorteile in dein Leben, so auch, wenn es darum geht, deine Zirbeldrüse zu aktivieren. Leg dir auf deinem Nachttisch ein Notizbuch und einen Stift bereit. Jeden Morgen nach dem Aufwachen nimmst du dir ein paar Minuten Zeit, um jene Sequenzen deiner Träume, an die du dich noch erinnerst, zu notieren. Fällt dir nichts ein, meditiere eine kurze Weile im Bett und warte darauf, bis die Erinnerung zurückkehrt.
Mit jedem Tag, wo du diese Übung praktizierst, wirst du dich besser an dein nächtliches Kopfkino erinnern können. Nummer 5. Nutze die Kraft von Farben und Kristallen. Alles, was dem Farbton Indigo oder Violett entspricht, kann hilfreich für die Stimulierung deines dritten Auges sein. Dazu zählen Kristalle wie Lapis Lazuli, Aquamarin und Amethyst ebenso wie Kleidung und Lebensmittel. Auch Schmuckstücke mit diesen Edelsteinen wirken anregend auf unsere Zirbeldrüse. Du kannst dich aber auch mit schönen Objekten und Einrichtungsgegenständen in diesen Farbtönen umgeben, um deinem Stirnchakra ein wenig auf die Sprünge zu helfen. Sogar deine Ernährung kannst du auf dieses Unternehmen einstimmen, indem du rote Beete, Auberginen, Blaubeeren und Weintrauben vermehrt in deinen Speiseplan integrierst. Möchtest du deinem dritten Auge die geballte Ladung an Unterstützung zukommen lassen, nimm beim Meditieren einen Amethyst in die Hand oder trage ihn als Amulett an deinem Körper. Dieser Heilstein ist seit jeher berühmt-berüchtigt dafür, uns Dinge sehen zu lassen, die uns ohne ihn verborgen blieben. Nummer 6. Wage dich auf völliges Neuland. Wenn du lieber einen pragmatischen Ansatz verfolgst als einen spirituellen meditativen, dann kannst du deine Zirbeldrüse auch ein wenig fordern. Ähnlich wie der Rest von unserem Gehirn blüht sie nämlich erst so richtig auf, wenn sie mit nie dagewesenen Informationen umgehen muss. Für sie als Hüterin unserer Wahrnehmung bedeutet dies, begib dich regelmäßig an Orte, an denen du noch nie warst. Probiere Dinge aus, die neu für dich sind, oder lerne neue Fähigkeiten und Sprachen. Das Ungewohnte und Fremdartige ist es, das unser drittes Auge staunen lässt. Doch dafür muss es sich erst einmal öffnen. Es schadet deiner mentalen und emotionalen Entwicklung generell nicht, dich öfter mal Richtung Neuland zu begeben. Wir verlassen dann jedes Mal unsere Komfortzone, in der ja bekanntlich nichts wachsen kann, auch wir selbst nicht. Unser heutiges Fazit: 3 Augen sehen mehr als 2. Deiner Zirbeldrüse mehr Aufmerksamkeit zu schenken, schadet auf gar keinen Fall. Sie spielt nämlich nicht nur eine wichtige Rolle für unseren Körper und unsere mentale und emotionale Ausgeglichenheit. Studien zeigen, dass sie sogar Einfluss auf unseren Alterungsprozess hat. Neben einem Leben voller Stress und Unausgeglichenheit schaden wir ihr mit Alkohol, Nikotin und Kaffee. Sie leidet unter elektromagnetischen Feldern und ist von einem hohen Zuckerkonsum nicht gerade angetan. Wenn du dein drittes Auge öffnen möchtest, sorge also zuerst dafür, dass es sich rundum wohlfühlt bei dir. Es leistet dir gute Dienste, wenn du es lässt. Und 3 Augen sehen bekanntlich mehr als 2. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben. Und um keine neuen Beiträge zu verpassen, abonniere unseren Kanal Spirituelle Welt. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald!